Jo, hallo meine Freunde, und das ist immer wieder, und ich wünsche euch jetzt willkommen bei einem neuen Part von Far Cry 3 mit Tobi von GOP. Ja, im letzten Part haben wir unsere Freundin besucht bzw. gerettet, und jetzt laufen wir hier mit einer geilen Waffe rum. Und eigentlich würde ich lieber ein Auto haben. Was gibt's denn hier alles Schönes auf der Karte? Oder wie war das? Karte bei M, ne? Ja, genau, Karte bei M. So, wo sind wir? Wir sind da. Anamaki Außenposten. Wo ist unser nächstes verschollene Expedition? WTF. Was ist das für eine riesige Map? Okay, ist das krass. Nicht schlecht. Das ist unser Ziel. Dr. Earnhardt. Um uns rum ist hier, was ist dieses Blaue? Gesucht, Todaufgabe, Amanaki Außenposten, Amanaki Shop. Was gibt's hier? Gesucht, Totenaufgabe. Hier könnten wir so ein paar Dinger. Naja, ich denke, wir... Was gibt's denn noch? Wir haben im letzten Part haben wir kennengelernt, wie man etwas herstellt. Vielleicht könnten wir... Wir könnten... Was für den... Wie wär's mit einem Waffengurt, Brieftaschenbeute, Spritzentasche? Spritzentasche auswählen. Was brauchen wir? Ein Schweinsleder. Aha. Ich will was herstellen. Achso. Für die Jagd. Was braucht man dafür? Aha, nicht ja später zur Jagdinstinkt. Tiere können. Ah. Also, wenn wir was sehen, immer schön fleißig sammeln. Munitionsbeutel. Was brauchen wir für den? Wildschweinfell. Also, alles, was wir sehen, wir laufen jetzt mal hier durch die Gegend und alles, was wir sehen, müssen wir töten. Warum haben wir nur 5 Munition? Das geht mir irgendwie auf den Sack. Wie viel Geld haben wir? Keine Ahnung. Ja, wir laufen jetzt einfach mal dahin. Und wenn wir jetzt hier irgendwas sehen, wie. Warum habe ich eigentlich die Waffe in der Hand? Das sieht so auffällig aus. Ein Rentier. Okay, ist eigentlich kein Rentier, sondern irgendein anderes Tier. Was gibt's hier? Hier gibt's Wasser und auch noch mehr Tiere. Was seid ihr denn? Kann man sich im Busch verstecken? Nein, aber eigentlich will ich euch gar nicht töten, sondern ich will erstmal hier dieses... Ich pinne mir jetzt hier dieses Auto. Interagieren. Achso, eh halten. Cool, jetzt sind wir hier gleich in diesem Auto drin. Bom, 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 bom. Was ist das denn für Musik? Okay, cool. Ah, die sind böse. Ach, egal. Wir chillen hier jetzt erstmal so richtig schön mit dem Auto hier durch die Gegend und so. Brumm, brumm, brumm. Und hier hinten gibt es Blätter. Die wir natürlich suchen. So. Blätter, Blätter, Blätter. Ich mag Blätter. Die kann man so schön rauchen. Wo gibt es hier was? Hier. Weißes Blatt. Cool. Hier unten gibt es ein rotes und ein blaues Blatt im Wasser, schätze ich mal. Wow. Weh. Wow, ficken. Kann ich hier auch am Land... Okay, wir werden jetzt gesucht und müssen wohl Menschen töten, denke ich mal. Wo seid ihr? Oh shit, hier sind 3 Mann. Ich glaube, das überleben wir nicht. Nee, das überleben wir nicht. Da müssen wir einfach weglaufen. Das bringt nichts. Achso, deswegen... Ah, wir werden also... Können gesucht werden. Nicht schlecht. Warum sucht uns denn jeder, wenn wir nicht in der Mission sind? Eklig. Naja. Gehen wir mal nach hier. Hier gibt es doch irgendeinen Diamanten. Oder... Ich höre eine Schlange. Wow. Ah, cool. Wir haben das Teil auf jeden Fall... Das war ein Leguan. Oder ein Kodowan. Cool. Und der Typ wollte uns eindeutig töten, denke ich mal. Ja, wir brauchen irgendein Auto, um uns fortzubewegen. Naja, wir sprinten hier einfach mal hin und springen hier gleich ins Wasser. Kann man hier Klippensprung wagen? Ja, kann man. Cool. Bäm! Sind wir im Wasser? Cool. Ich will hier nach oben kommen. Stell dich nicht so an, Dicker. So, auf jeden Fall brauchen wir eine Lotuspflanze. Und ziehen uns das hier auch mal, damit wir uns schön was mixen können. Wow, 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 wow. Wow, yo, okay, ich wusste gar nicht, dass Krokodile uns angreifen können. Krass. Nicht schlecht. Können wir die auch häuten? Okay, dann mal wieder schnell an Land, denke ich mal. Denn Krokodile sind nichts Nettes. Hat uns auch, okay, hat uns so ein bisschen Schaden gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, ich habe mich eigentlich relativ erschrocken. Ich habe jetzt halt nicht geschrien, so wie es bei Slender machen würde. Aber wir sprinten hier einfach mal in der Hoffnung, dass uns hier keiner sieht. Bräuchten einen Shop. Stecken wir uns hier mal kurz im Grünzeug.
Ah, ein Boot. Nein, ich brauche erstmal einen Shop. So, wo sind wir denn? Wir sind hier. Ah, wir sind noch kurz vor einem Shop. Wegmarke setzen. Wegpunkt. So. Da will ich nämlich jetzt erstmal hin. Wir haben nämlich ein bisschen den Cash gekriegt und dann könnten wir uns hier erstmal schön Munition kaufen. Ah, das hier ist ein Kamazaki. Ach stimmt ja, hier waren wir ja schon mal. Haben wir hier keine Waffe mehr? Ach stimmt ja, wir dürfen hier ja keine Waffen haben. Cool. Wir sprinten hier durch die Gegend und hetzen und haben Probleme. So, ah, was hier geht's. Möchtest du? Was möchte ich kaufen? Munition auf jeden Fall. Bis Inventar füllen. Wie viel Geld habe ich denn? Wie viel Geld habe ich? Ach, ich habe noch 129. Dann mal kurz zurück. Faustwaffen, Sturmgewehre, Scharfschützen, Granatenwerfen, Munition. Was gibt's denn da noch? Ich brauche eigentlich Pfeile, Molotow, C4, Mine, Flammenwerfer, Leuchtpistolen. Ich bräuchte eigentlich eine größere Bombentasche oder sowas. Müssen wir uns, denke ich mal, einfach machen. Teuer ist die, GP-Gäulen. Ach, die haben wir ja bekommen. 44er Magnum, dafür haben wir jetzt leider zu wenig Geld, aber ich denke, was wir haben, ist schon ganz okay. Okay, eine AK-47. Ach, die können wir auch nehmen. Wie wäre es damit, wenn wir die ausrüsten auch? Dann pinnen wir die. Ach so, dafür brauchen wir eine größere Tasche. Was brauchen wir denn für eine größere Tasche? Online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ach so, also wir müssen auch fleißig Funktürme wegeliminieren. So sieht's aus. Was gibt's denn hier noch? Hier ist ein Funkturm. Davor sind, glaube ich, Wildschweine. Oder was ist das? Ich weiß nicht. Ach, Ziegen. Die können uns also wehtun. Lol. Ist irgendwie ein bisschen lachhaft, wenn ihr mich fragt. Übergabeaufgabe? Nee, ich will jetzt zum Funkturm. So, wir laufen jetzt zum Funkturm. Laufen, 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 bis der Arzt kommt. Ach so, stimmt. Ich wollte ja mal gucken. Annäherungsmine. Cool, cool, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will Herstellung, ich brauche einen Beutel. Brieftaschenbeutel, Waffengurt. Was brauchen wir für den? Ein Ziegenfell, das ist cool, denn da kommen wir jetzt auch sofort vorbei. Dann kämpfen, dann holen wir uns hier gleich eine Ziege. Das sind doch Ziegen, oder? Das sind doch Ziegen. Ach so, die kann ich aber noch nicht töten. Hm. Cool, cool. Den Funkturm haben wir uns ja schon ergattert. Stimmt, ich bin so blöd. Ah, wir können uns einen Truck nehmen. Der hat Heilung vorne drauf. Ach so, Übergabe abbrechen. Ich habe keinen Bock auf eine Übergabe. Da habe ich keine Lust zu. Ich schnapp mir jetzt hier dieses Auto. Ach nee. Ich zwiebel mir hier erstmal dieses Grünzeug, was hier ist. Bam. Ich habe irgendwie Angst, dass hier mal irgendwas rumläuft, was mich töten will. Hier. Hier sind diese Wunderpflanzen in Grün. Ja, dann denke ich, harzen wir uns mal hier rein. Dieses Auto hier. Jetzt haben wir hier wieder eine Waffe ausgerüstet. Jeder kann uns attackieren, wenn er will. Interagieren, halten. So, so, cool. Wir hoffen, dass wir unser Auto nicht mehr so schnell verlieren wie gerade eben. Denn wir müssen... Obwohl, ich würde ja schon gerne... Wir sind ja Ziegen. Nee, bevor wir irgendeine andere Scheiße machen, holen wir uns ein Ziegenfell. Ich brauche ein Ziegenfell. Ich brauche noch eine AK-47 oder sowas. Also das geht sonst nicht. Ah, und ich habe gelesen, in einer der Kommentare hat mir irgendeiner geschrieben, dass dieses, diese Battle-Musik, beziehungsweise diese unheimliche Musik, die ich nicht so lustig fand, die im Moment, glaube ich, dran ist, dass da Gegner kommen könnten. Oder, ich weiß nicht, die war, glaube ich, anders. Aber auf jeden Fall sprinten wir erstmal hier hoch und gammeln uns hier dieses schöne gelbe Blatt, was hier chillt. So. Pflanzen. Bernsteingelbes Blatt. Cool, cool. Ah, hier unten sind Böse. Und wir... WTF. Okay, ich will die aber jetzt eigentlich nicht töten. Ich will ein Ziegenfell. Ziege, Ziege, Ziege. Wo bist du? Ziege, Ziege, Ziege. Hier ist auf jeden Fall ein rotes Blatt. Und hier hört es sich gewaltig nach Wildschwein an. Die uns da wahrscheinlich angreifen wollen. Cool, cool. Aber ich will eine Ziege. Ich brauche einen Ziegen. Was bist du? Aha. Ah. Ein Wildschwein also? Nee, ein normales Schwein. Schlitz.
Oh, eklig. Wow, 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 wow. Schlitz. Jetzt habe ich mir selbst eine Spritze gegeben. Leiche plündern. Was lebt denn? Oh, WTF. WTF, 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 WTF. Warum wollen mich hier so viele töten? Das traf ich irgendwie nicht. Oh, okay. Alles, was ich kriegen kann. Hundefell. Ich heute jetzt einfach mal alles, was ich mir... Leiche plündern. Cool. Faustwaffen, 8 Munition. So. Aber ich bin ja immer noch nach Ziegenfell am Ausschau. Was gibt's hier? Also diese Teile, das sind also Boxen, wo man sich Sachen klauen kann. Eine Königsspielkarte. Okay. Die Hunde sind, glaube ich, freundlich zu mir. Und wenn nicht, dann töte ich sie halt. Tötet ihn! Jetzt bin ich schon mal tot. Und der steigt jetzt gar nicht auf. Ah, cool. Also der könnte mir theoretisch... Ich will aber... Ich will die Leiche eigentlich nur plündern. Ich will die Leiche nur plündern. Ich habe hier sowas richtig Schönes. Ich habe hier so richtig schönes Massaker ausgelöst. Eine Goldkette und 4 Munition. Ich brauche mehr Munition, Alter. Hast du noch mehr Munition? Ich brauche einfach Munition, obwohl die alle eine AK dabei haben. Weil ich brauche einfach Munition. Hast du vielleicht noch was? Nee. Wow, 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 wow. Okay. Tschö. Boah. Kam der einfach so von der Seite und hat mich gefickt, würde ich mal sagen. Boah, ich bin erschrocken. Tschö. Dieser aggressive Hund von der Seite einfach mal. Jetzt chill ich mich hier rein. Jetzt fahren wir weiter in die Richtung. Pum, pum. Jo, yala, yala. Ach, egal. Das Singfeld ist mir jetzt auch herzlich egal. Curven wir jetzt durch die Gegend. So, von hier komme ich. Wie komme ich denn jetzt am besten? Ich will ja nach hier hinten. In welche Richtung gucke ich? Achso. Ja. Werde ich wohl hier so lang müssen, ne? Hier so. Ja, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Ja, dann bin ich in der richtigen Richtung. Ich dann hier unten gleich um die Ecke muss. Ne? So, jetzt hier um die Ecke. Schön. Richtig schön um die Ecke kurven. Ich mag dieses Spiel irgendwie. Das ist richtig chillig. Aber ich steige jetzt nicht aus für Blätter oder sowas, weil das ist ein bisschen unnötig. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht unnötig. Sondern das Problem ist einfach nur, dass wenn mich jetzt hier irgendeiner sieht, obwohl rotes Blatt ist eigentlich. Oder, ach nee. Fahren weiter. Nee. Wir cruisen hier jetzt erstmal durch die Gegend und am Ende des Parts sind wir wieder vor der nächsten Mission, würde ich mal sagen. Das muss sein. So, und dann cruisen wir hier übers Meer. Das sieht aus wie so ein Sicherungspoint. Ein Laster. Ha. Oder wir holen uns zuerst den Funkturm. Ist natürlich auch nicht schlecht. Dafür haben wir, glaube ich, zu wenig Munition. Ach, geil, hier ist schön durchs Wasser. Ah, cool. Okay. Ah, die haben auch... Aua, die schießen auf uns, solche Spaten. Ich bin eh gleich weg. Könnt mich alle mal. Kreuzweise. Seht ihr mit der... Fahrt ihr mir hinterher, oder wie? Lol, solche Opfer. Nee, nee. Ich cruise jetzt erstmal hier hoch. So. So. Ab hier hoch. Waffe in die Hand. Die mystische Musik. Ich denke, hab mal wieder Verfolgungswahn und denke, hier kommt gleich irgendein Gegner von der Seite und wird mich töten. Oder hier kommen gleich irgendwelche bösen Tiere und wollen mich beißen. Weil ich noch viel schlimmer fände. Aber hier ist so eine bestimmte Pflanze, oder nicht? Nee. Wie kommt man denn hier hoch? Will mich verarschen. Kommt man denn hier hoch? Oder muss ich hier Assassin's Creed-like? Ah, cool. Assassin's Creed-like. Cool. Okay, es funktioniert. Schlitz, Schlitz. So. Wurde die Katz. Gibt es hier eine Leiter? Ja, hier gibt es so einen merkwürdigen Weg hier hoch. Okay. So. Warum ist denn das hier alles kaputt? Merkwürdig. Nicht schlecht, aber ja.
Ist gleich mein Funkturm, würde ich mal sagen. Ich muss mich umgucken, dass hier nicht irgendwo eine Kiste liegt mit Munition oder Waffen oder ähnliches. Wäre total cool und irgendwie knarzt mir das hier viel zu sehr. Ist mir recht tückisch. Hier kann ich die ganze Zeit im Kreis rennen. So, die Leiter ist hier. Nee, hey, hab ich gar nicht gesehen. Lol. Und warum markiert ihr den Funkturm? Ach so, weil ich den vorhin markiert habe. Hey. Kurz ducken. Wieder hoch. So, hier die Treppe hoch. Hier hoch. So, wo geht's hier hoch? Hier geht's hier hoch. Rauf da. So richtig schön. Flup, 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 flup. Juppa di und juppa da. Der Tobi ist mal wieder da. So, und dann ist hier, glaube ich... Ja, genau. Das hier müssen wir wieder kaputt machen. Damit das wieder funktioniert. So, Kreis ab. Schlitz. Schlitz. Bäm. Und der Funkturm ist uns mit dieser epischen Musik. Wow, yo. Altes Geschütz. Aha, Kisten zum Plündern. Und ein altes Boot. Nicht schlecht. Cool gemacht, wie bei Assassin's Creed. Ist ja auch alles Ubisoft, aber... Hier ist mal wieder eine Kiste. Was sehr vorteilhaft für uns ist. Rosa Handschellen. Bisschen schwul, oder? Gibt's da unten irgendwas? Ah, so. Yay, boah, sind hier viele Pflanzen. Die hole ich mir alle. Ist doch voll praktisch, dass hier so viele Pflanzen sind. So. Jetzt gucken wir jetzt mal, ob hier nicht irgendwo... Flusskrebse. Cool. Seetang pflücken. Ist immer gut. Was ist denn da? Da blinkt irgendwas. Ach, das sind Korallen. Oh, fuck, ich glaube, ich sterbe. Ah, okay. Mein Typ war kurz davor, keine Luft mehr zu kriegen. So kann man natürlich auch krepieren. Ich lasse den Typen jetzt mehrfach krepieren, denn er ist eine elendige Pussy, die nicht... Wo ich glaube, ich würde in der... Oder? Nee. Ich würde stehen wie ein Mann und sterben wie ein Mann in dieser Situation. So, grünes Blatt. Merkwürdiges Blatt. Und da gibt's... Denn da, da gibt es was zum Überbringen. Jetzt holen wir uns hier noch das rote Blatt. Und das ist praktisch. Ah, hier sind noch jede Menge gelbe Blätter. Die sind, glaube ich, gar nicht mehr so oft. Egal, Blätter sind cool. Mit denen kann man alles schön machen. Und ja, da können wir uns eigene Spritzen setzen. Und es ist einfach genial. Ich mag dieses Spiel. Das ist einfach richtig cool gemacht. So, Schlitz. Was gibt es hier noch? Hier gibt es das noch. Da gibt es da oben noch. Achso, Beuterucksack ist voll. Dann produzieren wir mal fleißig Spritzen. Medizin, wie sieht's damit aus? Ja. So, eins zurück. Wie wäre es mit der Jagd? Oh, meine Spritzentasche ist voll. Shit. Ja. Wie viele haben wir denn jetzt noch? Was haben wir denn in der Beuterucksack? Was haben wir da drin? Erbeutete. Achso. Wie teuer ist eigentlich die Goldkette, wenn ich die verkaufe? Geschnitzter Schlüssel. Ach, hier kann man alles mögliche verkaufen. Goldkette, nur 30 Dollar? Wenig. Merkwürdig, aber was will man erwarten? Ja. So, hier gibt es eine Box. Kiste plündern. Ein Smartphone. Wie teuer ist das denn? Beuterucksack? Wie teuer ist denn das Smartphone? Smartphone, ein ramponiertes Smartphone aus dem letzten Jahrzehnt. Könnte aber immer noch ein paar Cent einbringen. Ein paar Cent? Wie, das kann man verkaufen? Achso. Okay. Cool. Unsere Mission startet auf der anderen Seite, denke ich mal. Da müssen wir hier über den Fluss. Könnten wir theoretisch, wir können uns auch ein Auto krallen und hier um die Ecke fahren. Ja, genau. Wir krallen uns ein Auto und fahren hier um die Ecke. Ah, okay. Ich habe gedacht, du willst mich töten. Ja. Ich will mir lieber ein Auto krallen und dann um die Ecke fahren. Wow, yo. Böse Menschen gibt es hier vorne noch mehr. Weil wenn hier nämlich mehrere sind, dann bringt mir das gar nichts. Dann bin ich nämlich einfach tot. Und zwar richtig schnell. Wie viel Munition habe ich? Ach, ich laufe einfach auf die zu und das schießt die. So, komm mal her. Du bist tot! Ach so, nee. Ich wollte nicht ins Auto. Ich wollte die Leiche plündern. Kuh, Spritze setzen. Schlitz. Jetzt bin ich wieder heile. So, den Typen wollte ich Leiche plündern. LCD-Armbanduhr. Nicht schlecht. Aber ich will eigentlich nur Geld. Ich will nichts anderes. Ich bin geldgeil. Komm. Das sieht man so richtig schön, dass ich ihm so richtig einmal fett durch nachladen.
Das kann man dir schönes abziehen. Ich hoffe auch ein bisschen Munition. Och nö. Warum denn keine Munition? Ach egal, schnitze ich mir hier dieses Auto. Das ist eigentlich ganz schön und das ist alt. So, und dann ab hier runter. Ne? Dann auf die andere Seite. Hier kann man um die Ecke. Ja, hier einmal um die Ecke. Und dann würde ich sagen, hier lang. Ach, hier kann man nur drehen. Warte, wie funktionierte das nochmal? Ich will jetzt auf jeden Fall noch zum nächsten Ding. Das ist das Minimum. So, also einmal komplett umdrehen und dann einfach weiterfahren. Umdrehen. Und weiterfahren. Cool, also hier lang. Ah, okay, und dann einfach der Strecke nach. Cool, cool, das mache ich auf jeden Fall noch für euch, Leute. Und dann speichern wir davor. So, Schlitz, Schlitz. Ich hab jetzt die Katz. Wow, yo. Da fahren wir einfach durch. Tja. Also wenn ihr mich auseinanderreißen wollt, dann geht man eure Fahrzeuge und dann schnitzelt mich mal eine Runde, weil sonst bringt euch das gar nichts. Würde ich sagen. So. Ah, wir sehen sogar, hören sogar richtig schön, wie hier das alles flattert und unsere Ohren. Cool. Das ist hier so ein Berg, das hätte ich nicht mit gerechnet, aber naja. Nicht schlimm. Und ja, was wir im nächsten Part machen, weiß ich noch nicht. Yay. Okay, hier kommen wir eindeutig nicht hoch. Ja, Leute. Ich denke, weil wir hier so schön gestrandet sind, gammeln wir uns hier noch das gelbe Blatt hier ein. Ah, plündern nicht möglich. Beuterucksack voll. Cool. Ja. Wir gucken hier elendig auf dieses Fass. So, da rein. Richtig schön animiert. So. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, meine Freunde, und bis dann und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Tobi, GOP, Far Cry 3. Ciao, Leute, haut rein, so richtig fett und dick und lasst es euch den Kopf auf den Boden schneiden. Ciao.